Es war ein kurzer Weg bis zu den Ruinen von Mordor, wie Johnny und Russell den Nordturm nannten. Dohlen nisteten in den Mauerresten, die wie schwarze Zahnstummel in den Himmel ragten. Der Turm, der über die nördlichen Wälder blickte, war bis zur Hälfte eingestürzt. Der oberste Rest der Wendeltreppe ragte wie eine Himmelsleiter ins Nichts. Johnny rüttelte an der Eichentür und zog eine Art Haken aus seiner Jackentasche. Was ist das? Ein Dietrich. Oberinspektor Sinclair von Scotland Yard hat ganz viele davon. Damit kriegt er jedes Türschloss auf, wenn er nicht gerade seine Beretta benutzt. Klar, er macht Türen mit einer Pistole auf. Ha, siehst du? Los, komm. Okay. Johnny schaltete eine Taschenlampe ein und setzte seinen Fuß auf die Treppe, die in den Keller des Turms führte. Die Luft wurde mit jeder Stufe kälter und abgestandener. Pass bloß auf. Die Stufen können echt glitschig sein. Wollen wir nicht lieber wieder umdrehen? Angst? Ich? Stimmt nicht. Aber so selbstsicher, wie Johnny sich gab, war auch er nicht. Überall in den Wänden nisteten Schatten, die zu leben schienen. Was, wenn sich hier unten wirklich das Versteck des Highlanders befand? Auf einmal wünschte sich Johnny nichts mehr, als dass seine Vermutung falsch war. Hey, Johnny, hast du das gehört? Ach, das war bloß... Was? Keine Ahnung. Johnny, lass uns bitte zurückgehen. Moment, warte mal. Johnny richtete die Taschenlampe auf den Absatz der Treppe, wo das Geräusch aufgeklungen war. Und dann sahen sie es. Ach du Scheiße. Ein kaum wahrnehmbares fluoreszierendes Leuchten und lange schwarze Schatten, die wie Arme über die Wände huschten und nach ihnen griffen. Raus hier! Scheiße! Schneller, Russell! Schneller! Ich mach ja schon! Ah, abgefahren! Abgefahren? Ich dachte, du denkst dir das bloß aus mit den Geistern. Glaubst du, die sind gefährlich? Denk an Mr. Hopkins, den Uhrmacher. Du glaubst, die Geister haben ihn aus dem Fenster geworfen? Und dann ist er zu einem von ihnen geworden. Könnte doch sein. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Und ich will Geisterjäger werden.